Anhand von Beispielen werden wir hier einige Grundbegriffe zu Wahrscheinlichkeitsberechnungen kennenlernen. Beginnen wir mit einer Einleitungsaufgabe. Ein Spieler wirft eine symmetrische Münze. Feldzahl, so hat der Spieler gewonnen. Bei Kopf darf er nochmal werfen. Erhält er jetzt Zahl, so hat er gewonnen. Ansonsten hat er verloren. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt der Spieler? Der französische Mathematiker Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert gab folgende Lösungsmöglichkeit. Er sagte, es gibt zwei günstige Fälle unter drei möglichen Fällen, also beträgt die gefragte Wahrscheinlichkeit 2/3. Diese Antwort wurde sogar in einer Enzyklopädie veröffentlicht. Sie ist aber falsch. Die Wahrscheinlichkeit, bei diesem Spiel zu gewinnen, liegt bei 3/4 und nicht bei 2/3. Kommen wir jetzt zu einigen Grundbegriffen der Wahrscheinlichkeit. Ein Zufallsexperiment, ein Ausfall und der Ergebnisraum. Ein Zufallsexperiment, das ist ein Versuch, dessen Ergebnis man nicht im Voraus bestimmen kann, wie zum Beispiel der Wurf eines Würfels. Wir können nicht im Voraus bestimmen, wir würfeln eine 1 oder wir würfeln eine 5. Das bleibt dem Zufall überlassen. Wir können hier nur sagen, die möglichen Ergebnisse bei diesem Versuch sind 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Die Menge dieser möglichen Ergebnisse, die man auch Ausfälle nennt, bilden den sogenannten Ergebnisraum Omega. Das ist also die Menge aller möglichen Ausfälle dieses Zufallsexperimentes. Hier modellieren wir die Situation und sehen von Ausnahmeausfällen ab, zum Beispiel, dass der Würfel auf einer Kante oder gar auf einer Spitze stehen bleibt. Davon sehen wir hier ab. Ein weiteres Zufallsexperiment: Wir werfen zwei verschiedene Münzen. Die möglichen Ausfälle sind Kopf-Kopf, Kopf-Zahl, Zahl-Kopf und Zahl-Zahl. Der Ergebnisraum Omega ist also die Menge, deshalb die geschweiften Klammern, von diesen vier möglichen Ausfällen. Auch hier wird modelliert, auch hier sehen wir von der Ausnahmesituation ab, dass eine Münze senkrecht stehen bleibt. Ein drittes Zufallsexperiment: die Geburt eines Kindes. Die möglichen Ausfälle sind Mädchen und Junge. Auch hier sehen wir von den Launen der Natur ab. Wir modellieren also und sagen, bei diesem Zufallsexperiment ist der Ergebnisraum Omega die Menge, die diese zwei Möglichkeiten enthält, Mädchen und Junge. Kommen wir jetzt zu dem Begriff vom Ereignis. Es kann vorkommen, dass man sich bei einem Zufallsexperiment, wie zum Beispiel beim Wurf eines Würfels, gleichzeitig für mehrere Ausfälle interessiert. Zum Beispiel könnte man sich beim Wurf eines Würfels dafür interessieren, ob der Ausfall gerade ist oder nicht. Die möglichen geraden Ausfälle, das sind 2, 4 und 6. Die Menge A, die diese drei Elemente 2, 4 und 6 enthält, das ist eine Teilmenge von Omega. Und jede Teilmenge von Omega nennt man ein Ereignis. Hier werden die Mengen dargestellt mit einem sogenannten Venn-Diagramm. Das heißt, man stellt eine Menge dar durch eine geschlossene Linie. Außerhalb dieser Linie schreibt man den Namen dieser Menge. Und innerhalb der Linie schreibt man die einzelnen Elemente der Menge, alle versehen mit einem Pünktchen. Auch diese Teilmenge A ist eine Menge. Sie wird also dargestellt durch eine geschlossene Linie und die Elemente werden innerhalb dieser geschlossenen Linie eingetragen, jeweils versehen mit einem Punkt. Der Name der Menge steht außerhalb der geschlossenen Linie.
Hier haben wir gesagt, jede Teilmenge vom Ergebnisraum Omega wird Ereignis genannt. Das heißt, jedes Ereignis ist Teilmenge von der Menge Omega. Omega enthält zwei ganz besondere Teilmengen, denn jede Menge ist Teilmenge von sich selbst. Die Teilmenge Omega von Omega nennt man das sichere Ereignis, denn beim Wurf eines Würfels sind wir sicher, einen dieser möglichen Ausfälle zu erhalten. Somit ist Omega also das sichere Ereignis. Die leere Menge, die ist Teilmenge von jeder Menge. Aber wir haben gesagt, wir sehen von Kanten oder Spitzenergebnisse ab. Das heißt, wir sind sicher, einen dieser sechs Ausfälle zu erhalten. Die leere Menge enthält keinen Ausfall. Die leere Menge, Teilmenge von Omega, nennt man also das unmögliche Ereignis. Es ist unmöglich, bei so einem Zufallsexperiment nichts zu erhalten. Wir sehen hier schon, dass die Mengenlehre in den Wahrscheinlichkeitsberechnungen helfen kann. Man kann Wahrscheinlichkeitssituationen mit Mengen darstellen. Also wiederholen wir kurz die Mengenlehre sowie auch die Venn-Diagramme und das anhand von einem Beispiel. Beim Wurf eines Würfels ist der Ergebnisraum Omega die Menge, die diese sechs möglichen Ausfälle enthält. Stellen wir uns jetzt zwei Ereignisse vor. Das Ereignis A lautet, der Ausfall ist eine Primzahl, also 2, 3 oder 5. Und das Ereignis B lautet, der Ausfall ist eine gerade Zahl, also 2, 4 oder 6. Diese Situation können wir sehr schön darstellen durch Mengen, durch ein sogenanntes Venn-Diagramm. Schauen wir die 2. Die 2 ist in der Menge A, weil sie eine Primzahl ist, und gleichzeitig ist sie in der Menge B, weil es ja eine gerade Zahl ist. Also dieses Element 2 liegt im Schnitt dieser zwei Mengen A und B. Die 3. Die 3 liegt in A, aber nicht in B. Also gehört diese 3 dahin. So. Die 5. Die 5 liegt auch in A, aber nicht in B. Also nehmen wir die 5 und setzen die auch dahin. Jetzt diese 4. Die 4 liegt in B, aber nicht in A. Also setzen wir die 4 dahin und ganz genau dasselbe für die 6. Jetzt haben wir noch die 1. Die 1 liegt aber weder in A noch in B, aber sie liegt in Omega. Also liegt die 1 in der Menge Omega, aber außerhalb von A und auch außerhalb von B. Wie eben schon mal gesagt, nennt man solch ein Diagramm ein Venn-Diagramm zu Ehren des englischen Mathematikers John Venn. Wiederholen wir anhand dieses Beispiels die Grundbegriffe der Mengenlehre. Zuerst mal die Schnittmenge. Ein Element liegt in der Schnittmenge von A und B, wenn es gleichzeitig in A und in B liegt, wie hier in unserem Beispiel die 2. Das Ereignis A und B ist ausgedrückt durch den Schnitt von A und B. A geschnitten mit B, das ist die Menge, die als einziges Element die 2 enthält. Wir sehen also hier, ein Und wird durch einen Schnitt ausgedrückt und genau das spiegelt die Definition von der Schnittmenge wider. X ist ein Element von der Schnittmenge von A und B, dann und genau dann, wenn X Element von A ist und wenn X Element von B ist. Wir sehen also deutlich die Verbindung zwischen der Schnittmenge und dem Und. Kommen wir jetzt zum Oder, die Vereinigung. Das Ereignis A oder B ist ausgedrückt durch die Vereinigung der zwei Ereignisse A und B. Aber Vorsicht, das Oder hier, das ist kein ausschließendes Oder, das ist kein Entweder-Oder, sondern es ist einfach ein Oder.
ein Element X liegt in A vereinigt mit B, wenn es in A liegt oder in B liegt oder vielleicht in beiden liegt. Die Vereinigung dieser zwei Ereignisse, das ist diese Menge, die diese Elemente alle enthält, das heißt 2, 3, 4, 5 und 6. Ein Oder wird also durch eine Vereinigung ausgedrückt und genau das befindet sich auch in der Definition der Vereinigung. X ist ein Element von A vereinigt mit B, dann und genau dann, wenn X Element von A ist oder wenn X Element von B ist. Kommen wir jetzt zum Ausschluss. Ein Element liegt in A, aber nicht in B. Das bedeutet, das Element liegt in A ohne B. Hier haben wir die 3 und die 5. Diese zwei Elemente liegen in A, aber nicht in B. Die Elemente von B werden ausgeschlossen. Schreiben wir schon mal hin, das Ereignis A, aber nicht B oder auch A ohne B wird ausgedrückt durch A, Backslash, hier schreibt man ein Backslash, nicht ein Slash, sondern ein Backslash, und das ist das offizielle mathematische Symbol für ohne. Also A ohne B ist ausgedrückt durch, so schreibt man es, A ohne B, das ist hier die Menge, die die zwei Elemente enthält, die in A liegen, ohne in B zu liegen. Definieren wir auch korrekt die Menge A ohne B. X ist ein Element von A ohne B, dann und genau dann, wenn X ein Element von A ist und gleichzeitig nicht Element von B ist. Kommen wir jetzt zur Komplementmenge. Die Komplementmenge von dem Ereignis A, das ist alles, was in Omega liegt, ohne in A zu liegen. Also, für unser Beispiel gilt, das Ereignis nicht A, das ausgedrückt wird durch A mit einem horizontalen Strichchen oben drüber, wir lesen A', dieses A', das sind alle Elemente, die in Omega liegen, ohne in A zu liegen. Für unser Beispiel hier sind das alle Elemente, die in Omega sind, aber nicht in A, also die 1, die 4 und die 6. Omega ohne A, also A', das ist die Menge, die diese drei Elemente 1, 4 und 6 enthält. Also allgemein definiert, X ist ein Element von A', dann und genau dann, wenn X ein Element von Omega ist und X kein Element von A ist. Der letzte Begriff hier, das ist die Mengenmächtigkeit. Die Mächtigkeit einer Menge M, das ist ganz einfach die Anzahl der Elemente dieser Menge M. Und diese Anzahl Elemente, diese Mächtigkeit von M, wird geschrieben durch dieses Symbol M. Dieses Symbol nennt man heute Hashtag. In der Mathematik wurde es aber früher schon gebraucht. Man nennt das hier nicht Hashtag M, sondern die Kardinalzahl von M. Die Kardinalzahl einer Menge M ist ganz einfach die Anzahl Elemente dieser Menge. Wie zum Beispiel hier, die Kardinalzahl von dieser Menge A, da die Menge A drei Elemente enthält, ist die Kardinalzahl von A 3. Die Kardinalzahl von B ist auch 3, weil B auch 3 Elemente enthält. Die Kardinalzahl von A geschnitten mit B, die ist 1, weil der Schnitt nur ein einziges Element enthält. Und die Kardinalzahl von Omega, das ist hier diese 6. Definieren wir die Mächtigkeit noch allgemein. Die Mächtigkeit einer Menge M ist die Anzahl ihrer Elemente und wird mit Kardinalzahl von dieser Menge bezeichnet.